Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom TBP Trivolo Big Bag. Und mit dabei ist der Mathe-Profi, der nicht bis 5 zählen kann, der Crazy252. Hallo, aber das hat hier gerade der Richtige, der nicht richtig anzählen kann, ne? Ich hab ja auch ein bisschen drauf angespielt. Ja. Ey komm, hab ich gestern auch gemacht, falls du nicht mitbekommen hast. Da ging's ja auch 5-1. Na gut. So, ich habe jetzt mal ein paar Erze hier verarbeitet. Also eisenmäßig sind wir jetzt wieder gut dabei. Goldprobleme haben wir jetzt auch keine mehr. Also mal die Probleme. Ja, genau diese. Gut, und ich würde sagen, wir machen jetzt mal was an Energie, würde ich sagen. Da habe ich mir was Spezielles überlegt. Weil... Oh, jetzt kommt hier wieder Energie rein. Ich will aber mehr Energie. Mehr! Ich finde die Größen wahnsinnig oder so, ne? Nö. Okay, dann ist gut. Warst du noch nie. Okay, gut zu wissen. Und zwar würde ich dann ganz gerne heute mal ein bisschen was mit Tesseracts arbeiten, um von draußen eine Energieversorgung zu kriegen. So, das hast du dreimal raten, welche Energieversorgung ich von draußen möchte. Windräder? Auch. Was noch? Wasserkraft? Nee, nicht. Nein. Warte mal, was hast du noch so gesagt? Ich habe schon gar nicht richtig zugehört gehabt. Solar? Ja, Solar will ich. Und ich brauche dann noch später eine für ein weiteres Projekt. Ich sag nur Projekt Alpha, wovon ich eben gesprochen hatte. Oh Gott. Ja, das wird lustig. Okay, wir brauchen aber für Tesseract schon... Wir hören uns das einmal an. Was so ein Tesseract alles kostet. Also, Tesseract. Ein bisschen Silber, Bronze, geht ja klar. Ja? Also. Dann hier den Frame. Oh, da braucht man ein bisschen Resonance Ender. Das ist schon so ein kleines Problemchen. Aber wir brauchen für den Frame erstmal Enderium. So, und um Enderium herzustellen, brauchen wir ein bisschen Pyrophium, Enderperlen. Und. Oh. Man kann im Arc-Furnace Ender Enderium Band zu Barren machen. Okay. Aber ich würde das ganz gerne über... Alter, hast du mich erschrocken. Entschuldigung. Ich würde... Kleines Geschenk. Oh, Alter, ich habe gerade Standbild zu tun. Ja? Ja, ich habe dir das Geschenk schon gegeben. Ja. Also da oben. Oh, cool, danke. Können wir sofort mitarbeiten. Den tut man hier rein. Werde ich echt gut mit bauen können, vielen Dank. Ja, mit dem kann ich nichts anfangen. Oder zumindest vorerst nicht. Ja, du weißt ja, wo du ihn hingebracht hast. Du weißt ja, wo du ihn nie wieder herbekommen wirst. Ich hab noch genug. Dann ist ja gut. Auf jeden Fall, damit wir an Enderium und so weiter rankommen, brauchen wir erstmal einen Magma-Krüppel. Der Magma-Crucible wird gemacht aus einem Leadstone Energy Cell Frame, zwei Nether Bricks, Invar Gear, einer Redstone Reception Coil und ein Machine Frame. Wir brauchen aber erstmal dafür Invar. Ich hätte mir jetzt echt mal irgendwie so dieses Soundboard irgendwie installieren müssen, hier von Baker Man, dieses Invar. Der sagt das ja immer so geil. Hab ich noch nie gesehen. Ernsthaft hast du noch nie mitbekommen? Nee. Also, wer jetzt Bakerman gerade zuschaut, ich würde mich beleidigt fühlen. Hab's noch nicht gehört. Grauenvoll. Natürlich schaue ich seine Folgen, aber jetzt hab ich leider auch nicht gehört. Das ist aber dann will ich nicht mal gehört haben. So, hier machen wir dann das. Oh, ich habe natürlich so viel Eisen reingetan, das ist sehr schön. Ein Inventor mal rein und wir können schon mal die Gears machen. Zwei Inventor Gears, sehr schön. Das stelle ich dann mal hier rein. Ich werde wahrscheinlich gleich mal kurz husten müssen, ich spüre das schon. Ich habe mich irgendwie ein bisschen was erkältet. Ich habe mich heute Morgen nur aufgebracht und habe mich echt nur noch scheiße gefühlt.
jeden Morgen? Nee, so richtig. War bestimmt das schlechte französische Bier von gestern Abend. Das kann gut möglich sein. War ja noch nie gut. Ich brauch sowas von dringend eine neue Maus, das geht gelang und gar nicht mehr klar. Okay, was brauchen wir noch? Eine Redstone Reception Call. Eine Nether Brick. Die können wir dann hier mal schnell durchheizen. Dann brauchen wir gleich noch einen Machine Frame. Also, ich habe mich gerade schon erschrocken gehabt. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. So, das so. 1, 2, 3, 4. Und das. Machine Frame Basic. War da oben links und rechts noch was? Nö. Und dann haben wir nämlich jetzt schon die Nether Bricks hier. Und können die zu Klötzen machen und haben es dann fertig. Einmal in der richtigen Workbench bitte. Le Magma Crucible. So, da brauchen wir jetzt aber noch ein paar Energy Conduits. Oh, Energie werde ich noch ziemlich viel brauchen bei dem, was ich vorhabe. Da könntest du schon ein wenig Mangel bekommen demnächst. Komm, ich mach grad einmal so, dass sich das da so verbindet. Nicht die schönste Lösung. Aber so, und dann noch hier oben. Und dann haben wir schon alle Maschinen da verbunden, die wir verbunden haben wollen. So, der Magma Cruz. Was ist passiert? Ein Block zu weit oben hingesetzt. Der Magma Crucible. So, der füllt sich jetzt einmal hier auf und geht schon mal nach rechts aus, weil wir brauchen noch fürs Enderium. Entschuldigt mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz einmal ordentlich husten. So, da bin ich wieder. Damit wir das in Leerem herstellen können, brauchen wir noch einen Fluid Transposer. So, der Fluid Transposer wird gemacht aus Glas, Copper Gear, Reception Coil, noch ein Machine Frame und ein Eimer. Also ich nehme schon mal voll halber die Goldnuggets raus, natürlich. Und Eisen raus, Zinn, ein Gold und dann noch drei. Na gut. Das war aber viel Kupfer. Finde ich ja auch geil, dass mein ganzes Kupfer hat sich eben unifiziert, als ich einen Mechanismenbarren reingetan habe. Gut, zwei Copper Gears. Ein Tin Gear. So. Noch ein Bouquet. Gehört jetzt aber ein paar viele Buckets. Schiff gedrückt gehalten. Was wartest du von mir? Natürlich habe ich Schiff gedrückt. Dachte, du schaffst es momentan schon alleine. Anscheinend nicht. Nee, noch nicht so wirklich. Gut, die Eimer hauen wir schon mal hier rein. So, da. Also. Für Enderium schauen wir uns einmal das Rezept an. Wir brauchen das Blend. Da brauchen wir Pulver, Shiny Metal, Tin und Silber und einen Resonant Ender Bucket. Und ein Eimer sind 4 Perlen. Das heißt, wir bräuchten mal ein paar Enderperlen. Ja, gehen wir einmal in die Mob Farm. Da sollte ja mittlerweile wieder was angekommen sein. Ah ja, wie ihr es auch schon seht, habe ich total vergessen zu erwähnen. Ich habe jetzt das Sobertext Texture Pack drauf. Ach, hier ist ein Esel. Nicht meiner. Nee, du bist es auch nicht.
mir leid. Aber ich sehe halt nun mal nicht aus wie ein Esel. Na, das ist eine gewisse Ähnlichkeit vorhanden. Na, ich greife dich jetzt nicht an. Ja, ich glaube, diesen Kampf würdest du verlieren. Ja. Mit einem One-Hit, ja, ja. Dann nehme ich mir mal das Gunpowder was mit auf Vorrat. Ja, das war da rein. Ich muss sagen, Klaus hat wieder so viel schon gebaut. Und dann holen wir uns noch oben aus dem Lager ein paar Enderperlen. So, hier sind ja mittlerweile wieder ein paar drin. War da nicht noch? Lol. Ich dachte, da wären mehr drin gewesen. Ich hab nichts geklaut. Ja, ich glaube, Enderperlen-technisch müssen wir echt mal was schauen. Also irgendwie schätze ich mal, welche auch nochmal eine Farm aufbauen. Weil das ist ja mittlerweile ein Furz, was hier ankommt. Oder ich gehe einmal später irgendwann auf ordentlich Enderperlen farmen. Oh, ich bin mal ordentlich Looting auf das Schwert drauf. Aber gut. Wir brauchen, wie gesagt, hier insgesamt wie viele Eimer? Das waren, wir brauchen 4 pro Tesserakt und dann noch auf. Wir brauchen wirklich 16 Enderperlen pro 2 Tesserakte. Dich. Mhm. Gut, dann können wir währenddessen auch schon mal die Barren durchheizen. Davon 2, das waren 4 Zinn und 2 Silber. Ich muss ja gleich mal einen super Remixer zeigen. Davon habe ich momentan ein bisschen Musik laufen. Ich finde den einfach nur genial. Gut, das haben wir soweit zusammen. Ein Bucket haben wir schon und den zweiten. So. Und dann jetzt einmal Enderium blenden. Und noch einmal. So. Hast du endlich geschafft. Ja, das war das Problem. Der kennt die Buckets ja nicht zum Reinschiften. So. Hm. So, wie kriegen wir jetzt die Buckets mal raus? Entweder am Arc Furnace, haben wir nicht. Induction Smelter, haben wir auch nicht. Das Smeltery könnte man machen, aber wir nehmen dafür die Smeltery, den Induction Smelter. Wir brauchen zwar 8000 RF und Pyro 4 um das, aber das sollte das kleinste Problem sein. Sulfur habe ich aber auch, weiß ich. Was hätte ich hier drüben getan? Ja, hier. Dann mache ich einmal Blaze Powder Free. Blub. Gehen wir schön was raus. Ich finde es interessant, dass das Blaze Powder nicht keine Textur hat. Also hier die sammel schnell Supertext-Textur. Bei mir ist eine schöne Animation. Ja, die hat sie auch, aber das, es ist das Vanilla. Aber nicht das Original Vanilla. Ja, ich bin mir gerade nicht sicher. Wird von irgendeinem Mod, Mod ersetzt. Okay. So, wir brauchen aber jetzt noch dafür, dass ich das durchmessen kann, einen Induction Smelter. Oh, das wird auch noch lustig. Den Induction Zellen. So, dafür brauchen wir Invar, Reception Coil, Machine Frame und einen Eimer. Also erstmal wieder schön Invar herstellen. Dafür braucht man wieder was Eisen. Ziemlich viel. 5, 6, 7, 8. Machen wir erstmal so ein paar Barren.
1, 2, 3, 4. So. Lassen wir damit schnell durchschmelzen. Dann haben wir das auch bereit. So, 12 Inver-Ingots. Mit denen hier haben wir sogar 13. So, das Gunpowder können wir hier mal reinknüppeln. 2 davon. Nochmal 4 davon. Ne, 5 sogar. Davon 4 und Glas haben wir nicht mehr einstecken. Ne, war das 4. So, wir brauchen 2 Inveniers. Ein Tin Gear. Dann brauchen wir das hier. Und dann fehlt uns nur noch die Reception Coil. Oh, mit Thermal Expansion habe ich auch voll eigentlich noch richtig gemacht. Aber es ist richtig cool damit was zu machen. Ja, Thermal Form. Es heißt ja mittlerweile Thermal Foundation. Ist richtig cool geworden, finde ich. So. Der Induction-Smelter ist fertig. Und dann haben wir jetzt hier 4 Pyrophio und 8 Enderium Blend rein. Sehr schön, das ist durchlaufen. Und wir kriegen Enderium. Oh, hier waren ja auch noch 2 drin. Okay, jetzt brauchen wir damit wir den Tesseract kriegen. Erstmal den Frame. Brauchen wir noch Fuse Quartz. Alter, das hat er dunkel. Dann haben wir hier noch 1. Aber hier haben wir noch Block of Quartz, würde ich sagen. Einmal Alloys Only und dann lassen wir das hier einmal durchlaufen. Bekommen wir wenigstens wieder schon mal was. Ich würde auch ganz gerne wirklich mal später mit Reactor, Rotary Craft und Reactor Craft einmal arbeiten in dem Projekt. Rotary Craft habe ich schon ewig lang nicht mehr gemacht. Mhm. Wobei es eigentlich wirklich ein relativ cooler Mod ist. Wenn kompliziert, aber geil. Ja. Hier noch 2 Gears. Gut. Und wir können die Frames schon mal bauen. Die brauchen hier Fuse Quartz oder Hard Glass. Enderium. Und wir haben die Tesseract Frames, aber die noch leer sind. Wir haben die jetzt gefüllt. Hier haben wir noch ein bisschen Resonant Ender über. Das wird jetzt einfach hier reingeschüttet. Sag mal, du hast nicht zufällig noch Kartoffeln. Du kannst vorbeikommen, ich hab genug. Okay. Meinst du jetzt gebacken oder zum Anpflanzen? Zum Anpflanzen. Da bin ich da hinten bei meiner Bude, endlich mal was zu essen habe. Ja, das ist kein Problem. Du kannst, wenn du willst, einmal mein Feld abwärmen. Hier unten links das Feld. Okay. Na? Die Frames sind fertig. Jetzt brauchen wir nur noch für den fertigen Frame Silber und Bronze. So. Bronze wird, wie man weiß, aus 2 Zinn und 3 Kupfer gemacht. Oder wenn man mir gestern Abend beim Neuspielen zugehört hat, einfach ganz, ganz unten in der LOL-Elo nachschauen. Christian hat das mitbekommen. Oh Gott. Ja. Und wir haben 2 Tesserakte. Gut. Was wir damit machen, werde ich euch mal nicht erzählen. Weil ich werde wirklich, wie gesagt, einen richtig großen Energiepark oben aufs Dach bauen. Ich hatte da eigentlich irgendwie vor gehabt, noch ein Haus drauf zu bauen, aber irgendwie bin ich mir noch nicht sehr sicher, ob ich das noch durchziehen soll. Weil irgendwie finde ich, passt das hier nicht so wirklich rein. Ich glaube, das, was ich aufbauen werde, werde ich dann im nächsten Fall gleich nochmal aufbauen.
Ich würde sagen, das war's dann für diese Folge. Wow, das ist mir sogar wirklich perfekt passend, als ich das gesagt habe, bei der 20. Minute. Perfekt. Oh, habe ich drauf. In diesem Sinne, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Hasta la vista, adieu, au revoir und bis bald. Tschüss.